Yo, bevor das Video losgeht, Freunde, ganz kurze Info. Schaut das Video definitiv bis zum Ende, denn am Ende des Videos hat einer von euch die Möglichkeit, ein Umstyling mit mir zu gewinnen. Das heißt, ich lade einen von euch zu mir nach Köln ein. Wir machen ein komplettes Umstyling auf meinen Nacken, das heißt Haarschnitt, Outfit. Wir haben einfach einen coolen Tag, ihr lernt meine Jungs kennen. Deswegen, Freunde, bleibt bis zum Ende vom Video dran und da erfahrt ihr, wie das Ganze funktioniert. Deswegen viel Spaß mit dem Video. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Was geht? Ich hoffe, euch geht es gut. Freunde, Weihnachten steht vor der Tür. Ich dachte mir, hey, ich lade mir heute jemanden ein. Ich mache heute jemanden glücklich. Und zwar keinen geringeren als Tanzverbot. Jo, Leute, Double P. So, wir erklären jetzt erstmal den Leuten, was wir überhaupt heute vorhaben. Und zwar, Kilian und ich, wir kennen uns schon. Zum einen voll witzig, dass wir beide Kilian heißen. Du bist gerade der erste Mensch, den ich kennenlerne, der auch Kilian heißt. Wir kennen uns jetzt schon was länger. Wir kennen uns, glaube ich, jetzt seit der Gamescom persönlich. Und ich habe dich heute eingeladen, weil wir heute so ein kleines Umstyling machen wollen. Das heißt, ich bringe Kilian so ein bisschen in meine Welt. Deswegen sind wir jetzt gerade hier bei meinem Stammfriseur, akkurat in Köln. Das ist der Dennis, das ist mein Friseur. Ich schwöre, mit Abstand der beste Friseur in ganz Köln. Deswegen, wenn ihr aus Köln kommt und einen guten Friseur braucht, ist auf jeden Fall Dennis euer Mann. Wir machen jetzt auf jeden Fall Kilian einen freshen Haarschnitt. Auf jeden Fall. Und ich bin einfach gespannt. Wir fangen heute mit dem Haarschnitt an, danach gehen wir noch in die Stadt, suchen ein schönes Outfit raus. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ey, das wird so geil. Ich hab richtig, richtig Da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Ich habe lange genug gewartet. Vor 2 Wochen noch geschrieben, Bruder, ich bin extra nicht zum Friseur gegangen. Und da sah es schon schlimm aus. Ey, das wird geil, das wird geil. Deswegen, ich würde mal sagen, wir lassen jetzt Dennis einfach mal machen. Ja. Ja, das schaut richtig sexy aus, Digga. Wenn du in Berlin bist, wie oft gehst du, also hast du da einen bestimmten Friseur oder gehst du einfach so random auf was? Ich habe auch noch nie so einen gefunden, wo ich immer wieder hingehen würde. Ich würde meine Füße wieder hoch. Und wenn rauskommen würde, dass jetzt wirklich so ein übelster Prank wäre, dann hätte er nämlich gut funktioniert. Ich muss sagen, wenn ich aufmachen kann. Jetzt darfst du nicht. Boah, Junge. Digga, was für ein Styler. Alter, wie anders ich aussehe. So einfach von Höhlenmensch zu normalen Menschen irgendwie. Und auch nicht so. Das ist geil, was das aus einem Menschen macht, oder? Mhm. Also ich meine, wie ich davor aussah. Weil ich hab, irgendwann habe ich auch schon so die Hoffnung verloren, weil ich war wirklich. Also wirklich, ich war halt bei Friseuren, die haben halt das Handwerk so gelernt, dass sie halt irgendwie die Haare abschneiden können, was ich zu Hause auch machen kann. Aber nie so, dass mich das wirklich geflasht hat. Also ein, zweimal, 500 Mal, die ich in meinem Leben schon war. Hast du auf jeden Fall gut hinbekommen, Dennis. Deswegen, Freunde, wenn ihr einen guten Friseur in Köln braucht, schaut auf jeden Fall vorbei. Akkurat in Köln, der beste Friseur überhaupt. Ich dazu. Ja, er hat auch irgendwas gemacht, was ich noch nie beim Friseur. Der hat hier irgendwie so mit so einem Messer rumgeschnitten. Das hatte ich noch nie. Ich war noch bei keinem Friseur, der so detailliert gearbeitet hat. Also, Real Talk, ich krieg jetzt auch nicht Geld oder sowas dafür. Ich feiere das wirklich. Schaut gerne bei Dennis vorbei. Wir holen uns auf jeden Fall noch ein freshes Outfit. Und dann gucken wir mal, was du dazu sagst. Ja, perfekt. Trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. All the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Tell them tuck the collar for the quote. On record, I
So Freunde, das war's mit dem Video. War auf jeden Fall ein wunderschöner Tag mit dem lieben Kilian. Freunde, wenn euch das Format gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Schaut gerne auch bei Kilian vorbei. Tanzverbot. Bei Tanzverbot vorbei. In diesem Sinne, danke auf jeden Fall auch an Leon, Ehrenbruder, natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sehr nice auf jeden Fall. Sehr professionell auf jeden Fall auch. Genau, und ich hoffe mal, du bist glücklich. War auf jeden Fall ein entspannter Tag. Ich bin sehr glücklich, also übergeiles Outfit. So, ich wollte mich eh mal weiterentwickeln. Ich war immer selbst so faul dazu und ich hatte hier natürlich einen absoluten Experten dabei und das ist einfach geil. Es ist einfach geil. Danke, danke. Ich wollte auf jeden Fall, ich wollte dich nicht so sehr verändern, Digga. Deswegen habe ich gesagt, ey, Jogginghose ist so ein bisschen lässig auf cool. Freunde, und es ist Weihnachten, deswegen, ey, tut was Gutes, tut euren Nächsten was Gutes. In diesem Sinne, abonniert den Kanal und wir sehen uns. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Ich habe am Anfang des Videos erwähnt, einer von euch hat die Möglichkeit, ein Umstyling zu gewinnen. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich gleich, Freunde. Zum einen, heute ist meine neue Modekollektion auf den Markt gekommen, die neue Atret-Kollektion. Deswegen, wir haben das Video vorproduziert, deswegen muss ich diesen Einspieler noch hinten ranhängen. Schaut definitiv unten in der Infobox vorbei. Wir haben eine neue Domain, das heißt www.atret.shop. Deswegen geht da drauf. Heute ging die neue Kollektion online, alles limitiert. Das heißt, was weg ist, ist weg. Und die Nachfrage danach bei den ersten beiden Drops war sehr, sehr groß. Deswegen schaut da gerne vorbei. Zum anderen, Freunde, habe ich einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht. Und zwar heißt der Kilian Twice. Das heißt, es ist mein Zweitkanal. Auf dem Kanal kommt alles online, was ich nicht auf diesem Kanal hier hochlade. Das heißt, alles so off-topic-mäßig, was nichts mit Mode zu tun hat. Jetzt gerade eben ist ein Video mit Pietro Lombardi online gegangen. Ein FIFA-Match plus Sex-Talk etc. Deswegen schaut da gerne vorbei. Super unterhaltsam geworden. Abonniert gerne auch den Zweitkanal, um da nichts mehr zu verpassen. Da kommen auch zweimal in der Videoswoche. Da kommen auch zwei Videos in der Woche, immer mittwochs und sonntags. Deswegen gerne auch den Zweitkanal abonnieren. Und jetzt kommen wir dazu. Einer von euch hat die Möglichkeit, ein Umstyling mit mir zu gewinnen. Wie das Ganze funktioniert, ihr müsst gar nicht viel machen. Ihr müsst mir einfach bei Instagram folgen. Ihr müsst ein treuer Instagram-Abonnent sein. Deswegen, wenn ihr mir schon auf Instagram folgt, dann müsst ihr nichts mehr machen. Wenn ihr mir noch nicht folgt, folgt mir auf Instagram. Ich werde da entweder am 1. Januar, am 2. Januar oder am 3. Januar eine Story machen, wo ich sage, hey, jetzt muss mir derjenige schreiben, der Bock auf ein Umstyling hat. Dann schreibt ihr mir DMs und ich suche da per Zufallsprinzip jemanden aus, der das Ganze gewinnt, der einen Tag mit mir verbringen kann bzw. verbringen darf. Und wie gesagt, ich möchte einfach so ein bisschen was zurückgeben. Das war ein unglaublich krasses Jahr und ich denke, hey, bevor ich jetzt irgendwie ein Gewinnspiel mache und euch irgendwas kaufe, so möchte ich einem Menschen einfach so ein bisschen was zurückgeben, einfach super glücklich machen, dass er einfach mit mir einen Tag verbringen kann, dass er meine Jungs kennenlernt, dass er einfach mal hier in Köln am Start ist, was wir jeden Tag so machen. So, und nebenbei holen wir noch ein cooles Outfit und einen coolen Haarschnitt raus. Ich glaube, das ist super cooles Gewinnspiel und ich glaube, da wird sich auch der Gewinner darüber freuen, Freunde. Deswegen, wenn ihr das Ganze gewinnen möchtet, einfach auf Instagram folgen und aktiv bleiben. In diesem Sinne, Freunde, war es das mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Umstyling gefallen hat. Ich finde, Kilian bzw. Tanzverbot schaut übertrieben krass aus. Schaut auch bei Tanzverbot vorbei. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, Freunde. Und abonniert auch meinen neuen Kanal, Kilian Twice. Deswegen, Freunde, in diesem Sinne, ich bin raus. Ciao, ciao.